So, und da sind wir wieder bei TechTown. Wir sind immer noch ein bisschen am Kabel verlegen. Die Stars. In der letzten Folge haben wir ja fast alles angeschlossen hier. Und ich würde sagen, wir machen einfach nochmal weiter. Unter der Chest lang hier. Und hier machen wir dann. Mal gucken, wie wir das machen. Irgendwie ein bisschen unschön ein Kabel nach oben oder sowas. Müssen wir mal schauen. So. Kommt das? Kommt das. Okay. Haben wir noch Kabel? Yes. Down-Stack. Aber wir können ja noch. Können ja eigentlich auch noch weitere herstellen. Das ist ja alles gar kein Problem. So, müssen wir mal gucken, wo wir da oben hinkommen. Ich baue wahrscheinlich noch. Das werdet ihr gleich sehen, noch ein MFE. Da vorne hin, wo dann der lange Weg hier wirklich anfängt, wo dann die ganzen W-Abzweigungen anfangen und hast du nicht gesehen. Da werde ich noch ein MFE vorbauen, damit wir hier nicht so viel Verlust haben auf der Wegstrecke. Ich muss jetzt hier, genau, hier fehlt noch ein Stück. Und hier muss Kies rein. Hier muss der Trapdoor hin. Und hier muss ich gleich Basaltpaver holen. Basaltpaver. Hier muss auch noch eine Treppe rein oder eine Leiter oder sowas. Mal ist ja schlimm. Zustände. Wie ich das jetzt kappe. Okay, das funktioniert. Das heißt. Jetzt erstmal Basaltpaver holen. Und einen MFE bauen. Ein oder zwei. Mal gucken. Ich denke, ich baue erstmal einen. Und werden dann erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Für einen MFE brauchen wir einen Maschinenblock. 4 Diamanten. Alter, wir haben 329 Diamanten, ne? Das ist so geil. Ich liebe die Quarry. Ohne Scheiß. Ich glaube, er muss erstmal ein bisschen. Ja, er muss erstmal ein bisschen Refined Iron schmelzen. Aber es ging ja doch relativ schnell. Oh Gott, wir haben ja so viel im Inventar schon wieder. Oh Gott. Oh, so viel Erde brauchen wir gar nicht. Hier, nimm hin. So. Okay, Redstone haben wir hier. 4 Energy Crystals. Und dann Goldkabel haben wir hier. Okay, haben wir ja schon alles da. Super. Zack. Zack, 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 zack. Und dann haben wir hier einen MFE. Ich glaube, ich mache noch einen zweiten, weil es ist einfach 325 Diamanten. Das ist einfach. Ich weiß gar nicht. Ich müsste dann mal noch ein paar MFSUs craften oder sowas. Das wäre eigentlich relativ nice. Ich glaube, das mache ich auch dann mal. Das mache ich vielleicht auch noch in dieser Aufnahmesession. Jetzt habe ich keinen Redstone mehr. Scheiße. Alles egal. Wir nehmen einfach noch ein bisschen. Zwei Stacks hier kommen. Was ist da los? 7000. Alter. Wir sind schon. Also rohstofftechnisch kann ich mich jetzt mittlerweile nicht mehr beschweren. Jetzt nehmen wir wieder vier Stück hier. Das, das, das. Einen Maschinenblock. Die Kabel drumherum. Ich glaube, ich mache dann mal ein bisschen Refined Iron auf Vorrat. Und was ich auch noch machen muss, wenn ich dann die MFSUs crafte, brauche ich Advanced Maschinenblocks. Das muss dann auch. Overclocker-Upgrades muss ich auch noch herstellen. Because ich will noch ein bisschen das System erweitern. Und alles, oh Gott, da kommen noch einige Arbeit auf uns zu. Ich. By the way. Ich nehme ja gerade mal meinen. Nee, warte mal. Bringt ja nichts so, ne? So. Was geht denn hier unten raus? Wenn wir hier. Ich würde gerne mal so eine Bridge legen, sozusagen. Dass wir nicht hier abzapfen, sondern. Sondern das hier hingeht. Jetzt habe ich keine. Naja, ist egal. Dass wir so gehen. Und dann sollte ja eventuell ein bisschen mehr Strom oben rauskommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie geblockt hat oder. Pff, keine Ahnung. Ja. Yes. Wir machen hier einen zusätzlichen MFE. Muss ich nur gucken wegen der Richtung. War richtig?
Yes. Lädt sich jetzt auch schneller auf. Ich glaube, da hat auch irgendwas blockiert. Keine Ahnung. Okay, hier ist noch ein MFE jetzt. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Power. Und wir gehen hier... Ne, warte mal. Wenn hier ein MFE ist, dann brauchen wir erstmal eigentlich keinen mehr. Lassen wir dann erstmal so MFE sein. Hier oben die Solarpanels baue ich ab. Die brauchen wir nicht mehr. Die kommen dann alle auf den Turm mit drauf. Da ist das dann ein bisschen zentraler. Und soweit versorgt uns aber unser Solarturm erstmal. Ach Quatsch, unser Lava... Ich sag immer Solar. Lavaturm. Der versorgt uns soweit. Jetzt bin ich noch am Schauen. Was wollte ich denn tun? Ich wollte Basaltpaver holen. So... Basaltpaver. Hier können wir mal einen ganzen Stack requesten. Und da drin, das mache ich später dann mit dem Stein. Das hat jetzt noch nicht so Priorität. Hier können wir mal alles zumachen. Verdichten sozusagen. Treppe hier drin muss ich dann auch noch bauen. Ganz wichtig auch noch. Zack, 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 zack. So, so. Okay, dann haben wir das hier. Und hier geht's hoch. Ich mache hier mal, ich mache einfach mal so ein bisschen größeres Loch, damit man hier... er hat größeres Loch gesagt. Damit man hier besser durchkommt. So, hier ist soweit alles easy. Kriegt Strom, hat Strom. Super. Dann geht's hier weiter. Hier mal dicht. Hat er denn jetzt, kriegt er denn jetzt mehr Strom? Ja, hier baut sich jetzt auch nicht mehr ab. Da war eindeutig, war da eine kleine Schwäche. Ich weiß nicht, ob da noch alte Kabel drin liegen oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Da war irgendeine Schwäche zwischen den Kabeln und deswegen jetzt haut er wieder die vollen 128 EU raus. Keine Ahnung, was da vorher war. So. War es das? Nee, warte mal. Ich meine nämlich gerade noch Landschaftsverschönerung auch gleichzeitig noch. Ja, für die Kieswege, die hier manchmal ein bisschen beschädigt sind, schaue ich da mal, dass ich noch hier und da ein bisschen was machen kann. Wie zum Beispiel, der Sandblock gehört da nicht hin und das hier gehört hier nicht hin. Ich glaube, da hatten wir mal so einen Versuch gemacht mit so einer Stange oder so. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir das hier oben jetzt. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen Dings hier machen. Einfach mal ein bisschen Refined Iron zum einen. Und zum anderen... hier haben wir auch Refined Iron. Mal schauen wir mal an. Mein Inventar mal ausleeren. Und... jetzt erstmal, warte mal, wie viele brauchen wir denn? Ich möchte eigentlich nochmal 3 MFSUs herstellen. Das heißt, einen MFE haben wir schon. 1, 2. Dann stellen wir nochmal 2 MFEs her. Und dann... zack, 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 zack. Brauche ich noch 2 Maschinenblöcke. Eins, zwei, drei, vier. Das haben wir. Gut. Ein Maschinenblock. Ich hoffe, der craftet den auch. Nicht. Ah, dann muss ich ihn selber craften. Ist ja egal. Und zack. Huch. Ach, jetzt ist er... wo ist denn jetzt der Maschinenblock hin? Lol. Bin ich jetzt blind, oder? Ich sehe ihn nicht mehr. Ach so, ich habe ihn wieder vercraftet. Ach so, okay, da war irgendein Fail gerade. Gut. MFSU, das heikle Thema.
Da brauchen wir pro Stück, also 3, 6, 18. 18 Lapotrons. Das ist ja lustig. Aber wir haben es ja. Easy. Kriegen wir ja hin. 295 Diamanten nur noch. Oh Gott, das nimmt ja drastisch ab, sozusagen. So. Ich würde sagen, wir räumen hier mal einen Tisch frei. LV, das kann alles weg hier. Das kann alles weg. Das bleibt alles so, wie es ist. Da wird sich hier nichts dran ändern. Egal, ob du hier bist oder nicht. So. Redstone. Ganz viel Redstone. Man kann ja nie genug haben, so. 640. Wir können jetzt stackweise requesten, sozusagen. Das können wir wieder rein hier. Yes, 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 yes. So will ich das sehen. Zack, 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 zack. Waren das jetzt die 18? Jo. Yes, yes, jo. Waren sie. Zwei Electronic Circuits pro Ding. Das heißt, waren das jetzt 16 mal 2, ja? Okay, 32. 32. Electronic Circuit. Request successful. Easy. Easy going. Ich finde es so geil. Warte mal. Können wir mal das Stick hier reintun? Und dann geht das nämlich auch schneller, glaube ich. Weiß nicht, woran es gerade liegt. Habe ich eigentlich noch mein Haushühnchen? Das hört sich dauernd so an. Es legt Eier. So, warte mal. Achso, hier von oben kommen wir nicht mehr rein. Da muss man sich jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass man jetzt von oben schon mal nicht mehr da reinkommt. Hallo Hühnchen. Ich mag dich. Wo hat denn hier der... Wieso hat denn der nix? Achso, liegt am Refined Iron. Hätte ich auch mal wer sagen können. Okay. Ich mach's mal so. Ich kürze das Ganze mal ab und sage... Ich leg da oben mal was an Refined Iron rein, wenn das funktionieren sollte. Warte mal, wir versuchen mal was... Wir versuchen mal was. Refined Iron da mal oben direkt so rein zu tun. Und da sollte das der ja eigentlich herstellen. Ja, funktioniert. Okay. Zurück zu den Kräften der Macht. Genau. Ganz genau so. So, 32. Das heißt, zack, zack. Wir brauchen Lapis Lazuli, ne? Mengen an Lapis Lazuli. Lapis! Ah, da haben wir auch 2000. Ist eigentlich relativ selten, haben wir trotzdem 2000 Stück. Naja. Query AD, ne? Muss ich dann auch mal neu aufstellen. Vergesse ich bestimmt. Zack. Alles verkraften hier. Okay. Jetzt haben wir hier kein... warte mal, müssen wir mal durchziehen hier. Alle mal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wieso fehlen jetzt 4 Electronic Circuits? Keine Ahnung. Huch, nein. Ich hoffe, das funktioniert gerade. Aber da ist noch ein bisschen Refined Iron drin. Was durfte ja eigentlich? Ich habe einen Stick reingetan. Yes. Das funktioniert doch. Okay, wo ist denn hier? Hier. Okay, die Lapotron Crystals haben wir. Wir brauchen 3 MFEs. Die haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. 6, wir brauchen noch 3 Advanced Circuits. 1, 2, 3, so. Und 3 Advanced Machine Blocks, ne? Ja. Advanced Alloy, habe ich dir hier vorne noch rumfliegen sehen? Carbon Plates. Haben wir hier 4, reicht aber nicht.
Dann müssen wir noch ein bisschen Kohldust herstellen und ein bisschen schmelzen. 3. Gib mir mal hier das, genau, so. Coal. Wir haben schon 15 Minuten, meine Fresse. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter und dann stellen wir noch ein paar MFSUs aus. Aus, auf, Haus, Maus, hinaus mit dir. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.